Ist Intervallfasten für alle geeignet? Ja oder nein? Es kommt darauf an, warum du Intervallfasten machst. Und man muss Intervallfasten auch erstmal verstehen, denn es gibt verschiedene Methoden. In dem Wort steckt Intervall und Fasten. Und Fasten begleitet uns schon seit Jahrhunderten. Schon Hippokrates, der Begründer der modernen Medizin, hat gesagt, wenn du krank bist, dann faste und trinke Apfelessig, weil er im Fasten eine heilende Wirkung gesehen hat. Es gibt religiöse Gründe zu fasten, es gibt spirituelle Gründe zu fasten und es gibt medizinische Gründe zu fasten. Modern ist das intermittierende Fasten. Bedeutet Intervalle von zum Beispiel 16 Stunden, in denen man wirklich nichts isst und nur trinkt, und 8 Stunden, in denen man isst. Für viele Menschen ist es nur eine Möglichkeit, weniger Kalorien zuzuführen und mehr zu verbrauchen, dadurch, dass man in diesem limitierten Zeitfenster halt seltener isst und nicht gesamt so viel Kalorien aufnimmt. Achtung, das kann funktionieren, das kann auch helfen, dabei Körperfett zu verbrennen, aber entscheidend wichtig ist, dass in diesen 8 Stunden alle 47 lebensnotwendigen Nährstoffe regelmäßig den Weg in deinen Körper finden. Ansonsten wird dein Körper auch hier nicht optimal reagieren. Es darf nie zu einem Mangel kommen. Das 16:8 bringt viele Vorteile mit sich. Es ist relativ einfach in der Umsetzung. Denn zum Beispiel lässt du nur ein Frühstück ausfallen oder ein Abendessen. Das ist für die meisten Menschen auch in der Praxis sehr leicht umsetzbar. Was passiert beim Fasten denn überhaupt? Immer dann, wenn du isst, nämlich genau das Gegenteil vom Fasten, dann wird der Körper Insulin ausstoßen. Also wenn du Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln, Zucker zu dir nimmst, muss der Körper mit Insulin reagieren, mit dem Speicherhormon. Das öffnet dann die Leberzelle, die Muskelzelle und die Fettzellen, um die gekommene Energie auch zu verräumen. Wenn du Eiweiß isst, brauchst du weniger Insulin als bei Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln und Zucker. Wenn du Fett isst, brauchst du so gut wie gar kein Insulin, um das zu verstoffwechseln. Aber meistens essen wir die Kombination aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Das heißt, immer wenn du isst, hast du eine starke Insulinreaktion. Durch das permanente Speichern wird zum Beispiel in der Leber permanent abgelagert. Und da kann ein Problem entstehen. Wenn du 4, 5, 6 Mal am Tag isst, also immer wieder Insulin im Körper hast, dann wird die Leber geöffnet als erster Speicher, um den Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu bekommen und schnell zu verräumen. So stell dir vor, deine Leber, dieser Speicherort, wäre wie ein Bahnwaggon. Leider ist er jetzt schon pickepacke voll, weil wir schon so oft gegessen haben. Heißt, kein einziger Passagier passt mehr dort rein. Die Leber sitzt ungefähr hier unterm Rippenbogen. Das ist ein relativ großes Organ, aber randvoll. Die Bauchspeicheldrüse produziert jetzt Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu verräumen. Heißt, naja, in diesen Speicher passt niemand mehr rein. Sinnvoll wäre es jetzt, den nächsten Speicher zu eröffnen. Leider macht die Bauchspeicheldrüse da nicht mit. Sie produziert noch mehr Insulin, also mehr Mitarbeiter, die versuchen, die 10 Passagiere, die nicht in die Leber gepasst haben, dort reinzupressen. Die Folge ist, das Fett setzt sich in die Leber und um die Leber herum. Und von da aus wandert es in den Bauchraum, also setzt sich um deinen Bauchnabel ab, rechts und links von der Hüfte, hinten am Rücken, bei Männern gern schon mal hier in der Brust oder im Rücken hat man auch hier oben so 2 kleine Falten. Das ist viszerales Fett. Viszerales Fett ist nicht passiv, da können sich unter anderem Entzündungen bilden. Naja, und das ist der Beginn des Kreislaufs, dass dein Körper lernt, immer mehr Fett einzulagern. Bedeutet, wir könnten eine Art von Leberfasten machen. Bei 16:8 geht das schon ganz gut. Es könnte aber sinnvoll sein, ab und zu mal länger auf Insulin zu verzichten. Denn die Leber wird erst wieder empacken in der Abwesenheit von Insulin. Heißt, wenn du zum Beispiel abends, und die Uhrzeit ist vollkommen egal, um 19 Uhr das letzte Mal gegessen hast, dann hast du jetzt Insulin im Körper, das heißt, dein Körper speichert Leber, Muskel, Fettzelle. 4, 5, 6 Stunden danach ist das Insulin quasi abgebaut und Hormone brauchen immer eins, die brauchen eine Balance. Wenn das Insulin nicht mehr im Körper ist, dürfen die Gegenspieler raus, unter anderem das Glukagon. Glukagon nimmt jetzt die Energie aus der gespeicherten Zelle, also die gespeicherte Energie und Nahrung, und holt die zurück in den Blutkreislauf, um damit zu arbeiten. Nochmal ein paar Stunden später, wahrscheinlich so in deinen ersten Schlafphasen, wird ein weiterer Gegenspieler entpackt. Das ist das Somatropin. Und das geht jetzt hin und Achtung,
öffnet die Leberzelle und holt aus der Leber wieder gespeicherte Energie raus. Bedeutet, in den frühen Morgenstunden wärst du jetzt in einer optimalen Fettverbrennung. Und wir könnten sogar nachmessen, dass in deinem Körper sich Ketonkörper gebildet haben. Ein Zeichen dafür, dass die Leber Fett loslässt. Aber das Blöde ist, die meisten Menschen frühstücken jetzt. Frühstück heißt Breakfast auf Englisch. Auf Deutsch heißt das Fastenbrechen. Insulin wird ausgestoßen und deine optimale Fettverbrennung in den frühen Morgenstunden ist jetzt einfach vorbei. Wenn du ab und zu das verlängerst, Frühstück ausfallen lassen bei 16 zu 8, vielleicht auch mal 18, 21 oder 24 Stunden fastest, dann kann der Körper lernen, die Leber deutlich besser zu entpacken. Das heißt, das Fett kann langsam aus der Leber wieder raus und auch im Bauchraum werden wir langsam dieses viszerale Bauchfett reduzieren. Das Geheimnis dahinter sind auch diese Stresshormone, die Katecholamine. Denn wenn morgens das erste Tageslicht auf uns fällt, wird der Körper aktiviert und die Hormone werden animiert, loszulegen. Wir erkennen Tageslicht, steh auf und beweg dich. Und dafür wird jetzt wiederum Zucker in der Blutkreislauf, Zucker im Blutkreislauf benötigt. Heißt, wir aktivieren jetzt die Leber, mehr davon zu produzieren. Und es gibt einen Prozess, der heißt Gluconeogenese. Das heißt, unsere Leber kann genau so viel Zucker, so viel Glukose herstellen, wie unser Körper tatsächlich benötigt. Bedeutet doch mal zusammengefasst, wenn du abnehmen möchtest, 16:8 gerne täglich. Wenn du über 40 bist, nicht täglich, vielleicht jeden zweiten Tag. Studien haben gezeigt, dass wenn du etwas älter bist, du mehr davon profitierst, seltener zu fasten, dafür ein bisschen länger. Wenn du aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel ein Leberfasten machen möchtest, mach das selten, vielleicht ein- oder zweimal in der Woche, dafür 18, 21 oder sogar 24 Stunden lang.